Willkommen heute zum ersten Video rund um das Thema Geld. Und im ersten Video geht es um das Thema der Geldschöpfung und einfach dort nochmal Klarheit herzustellen, wie genau funktioniert die Geldschöpfung heute in Europa bzw. eben speziell in Deutschland, weil ich werde zu den einzelnen Details werde ich eben nur auf den Euro eingehen und speziell gucken, wie die Regulatorien und die beteiligten Institutionen sind in Deutschland. Für andere Länder, selbst im Euroraum als auch im weltweit sowieso, ob das jetzt England oder USA sind, da sind einzelne Details mit Sicherheit noch einmal anders, aber das ist jetzt nicht das Entscheidende, weil prinzipiell funktioniert die Geldschöpfung bei allen recht ähnlich, nur die Profiteure sind dann eventuell noch mal an anderer Stelle zu suchen. So, worum geht es? Erstmal Kurzfassung für diejenigen, die sich nicht vielleicht das ganze Video anschauen wollen, sondern nur nochmal allgemeinen Überblick haben wollen, ob sie die Informationen, die ich hier bearbeite, schon wissen. Zunächst einmal, der einfachste Einstieg ist mit Sicherheit zu sagen, vergessen Sie alles, was Sie über Geld wissen oder zu wissen glauben und wie die Geldschöpfung funktioniert, wer dort davon profitiert und wer darauf den Hut auf hat. Weil das, was meistens in den Medien kolportiert wird, ist nicht unbedingt die Systematik, die tatsächlich stattfindet. Also kurze Zusammenfassung, das Gold der Bundesbank hat nichts damit zu tun, wie viel Geld im Umlauf ist. Es gibt auch keine Parität oder Deckung oder sonst irgendwas. Also es gibt keine Gold oder Deckung für die Währung. Das zweite ist, das Geld wird nicht in Umlauf gesetzt von der EZB. Die EZB druckt zwar die Scheine und lässt die Münzen prägen in verschiedenen Anstalten, aber die EZB bringt diese nicht in Umlauf. In Umlauf werden die von den Geschäftsbanken gebracht, das Bargeld. Und auch bei der Geldschöpfung ist die EZB nur sehr indirekt beteiligt und reguliert nur im Nachhinein. Das heißt, nicht die EZB gibt vor, wie viel Geld geschöpft wird, sondern die EZB reguliert das nicht genug, im Moment eher nicht genug, aber im Normalfall, dass nur eine bestimmte Menge Geld geschöpft werden solle, hat aber dort relativ wenig direkte Steuermöglichkeiten. Dazu werde ich dann im Detail eingehen. Die größten Profiteure von dem Prinzip, wie die Geldschöpfung heutzutage abläuft, sind prinzipiell die Geschäftsbanken, zum Beispiel Deutsche Bank, Commerzbank. Und in diesem Zusammenhang ist es halt wichtig zu wissen, dass diese Banken es in der Hand haben, wie viel Geld im Umlauf ist. Und auch das Bargeld nur über diese Banken, das heißt nur, wenn es in dem Sinne Giralgeld gibt, wirklich dort partizipieren können. Und ein großer Punkt ist auch, dass Banken nicht nur durch Kreditvergabe, womit das meiste Giralgeld zwar geschöpft wird, aber sie haben auch andere Möglichkeiten, Giralgeld zu erzeugen. Da werde ich am Ende dann auf einzelne Beispiele eingehen, wie der Ablauf ist und wie das für die Banken tatsächlich aussieht. Wie gesagt, soweit bloß zur Kurzfassung, worum es in diesem ersten Video gehen wird. Und ich werde einfach ein bisschen erzählen, welche Institutionen insgesamt daran beteiligt sind. Und jetzt zum Einstieg erstmal mit den Geldbegriffen, erstmal zu versuchen, dort Definitionen zu finden, wie das Ganze, was ist eigentlich unter den verschiedenen Geldbegriffen zu verstehen. Ich habe hier jetzt mal ein paar der Begriffe, die ich auch im weiteren Vortrag verwenden werde, angeschrieben. So, zunächst einmal allgemein, was ist Geld? Eine leichte Erklärung, wenn auch noch keine Definition, ist zu sagen, alles ist da Geld, was als Geld verwendet wird. So, aber damit bin ich noch nicht in der Erklärung, sondern es fehlt mir im Endeffekt noch die Beschreibung, ja, was ist denn jetzt die Geldfunktion? Was ist denn das, was Geld wirklich ausmacht? Da werde ich mich in diesem Fall einfach mal an die drei allgemeinen Themen auch in der Geldwirtschaft halten oder die zumindest in der Volkswirtschaftslehre verwendet werden als Geldfunktion. Das ist zum einen der Wertmaßstab, das heißt Geld ist dazu da, um eben einen Preis an den Gütern zu ermöglichen, der dann in irgendeiner Form vergleichbar sein soll. Das zweite ist die eigentliche Zahlungsfunktion, das heißt, dass ich mit dem, was auch immer Geld ist, in Austausch mit anderen treten kann und dann sich sozusagen der Austausch vereinfacht im Sinne, dass Ware gegen ein wie auch immer geartetes Geld
Element ausgetauscht wird und ich damit keinen direkten Tausch habe oder nicht anschreiben muss, keine Schuldverhältnisse eingehe, sondern nach dem Geschäft, das Geschäft sozusagen abgeschlossen ist, weil zwei Transaktionen stattgefunden haben. Und die dritte Funktion ist die Wertaufbewahrung. Das heißt, es ist mir möglich, mit Geld sozusagen Ansprüche in die Zukunft zu verlagern und meinen Anspruch in irgendeiner Form aufzubewahren. Das heißt, ich kann Werte speichern oder einen vermeintlichen Wert. Da werde ich dann im zweiten Video, wo es dann darum geht, Geldmythen zu untersuchen, genauer noch darauf eingehen. So, das zu den drei Geldfunktionen. Und was ist jetzt daran entscheidend zu schauen? Das heißt, diese drei Geldfunktionen stehen teilweise in ziemlichem Widerspruch miteinander. Und deswegen haben wir auch ein Geldsystem, das auf der einen Seite Schwierigkeiten hat, als Zahlungsmittel zu fungieren, auf der anderen Seite nicht neutral genug ist, um wirklich ein wirklicher Wertmesser zu sein. Das heißt, dass er gegenüber den Waren neutral ist. Obwohl wir heute gar keine Kopplung mehr an Gold zum Beispiel haben, ist es trotzdem nicht so, dass Geld neutral wäre gegenüber den Produzenten, weil es ist nicht allgemein verfügbar. Dann zum zweiten Begriff Bargeld. Bargeld ist recht einfach zu erklären, das bezieht sich auf die Münzen und Scheine, die in Umlauf sind. Das heißt, das, was man eben als physische Repräsentation von Geld normal im Portemonnaie hat, was auch als gesetzliches Zahlungsmittel im Endeffekt, das ist das einzig legale gesetzliche Zahlungsmittel, mit dem der Normalbürger in Kontakt kommt. Interessant dabei ist, obwohl das gesetzliche Zahlungsmittel ja der Euro wäre, das heißt die Münzen und Scheine, ist es so, dass der Gesetzgeber heutzutage dazu hergeht und sagt, ich möchte von dir, dass du deine Steuern zum Beispiel nicht mehr in gesetzlichem Zahlungsmittel leistest, sondern er zwingt die Menschen dazu, dass sie ihnen das elektronisch überweisen und das ist dann der nächste Begriff, Giralgeld. Das heißt, das ist nur ein Anspruch auf Bargeld oder beziehungsweise auf gesetzliche Zahlungsmittel, was für den normalen Bürger ja das Bargeld darstellt. Aber der Staat sagt explizit, gesetzliche Zahlungsmittel interessiert mich nicht. Ich möchte, dass du mir das Ganze elektronisch überweist in Form von Giralgeldern. Und das heißt, dass du mir eigentlich nur einen Anspruch auf gesetzliche Zahlungsmittel überträgst. Und dann kommen wir zur letzten Ebene, das ist das elektronische Zentralbankgeld. Mit dem haben wahrscheinlich die meisten Menschen noch nie etwas zu tun gehabt, vielleicht auch nicht mal davon gehört. Das ist das Geld, mit dem sich Banken untereinander sozusagen die Zahlungen gutschreiben. Weil Giralgeld, wie ich gleich noch darauf eingehen würde, wird ja nur von den Banken erzeugt. Das heißt, durch Buchungstransaktionen sind das im wahrsten Sinne des Wortes Luftnummern. Das heißt, das sind einfach Zahlen, die diese Banken in ihre Computer, in ihre Bilanzen einstellen und damit im Endeffekt Ansprüche gegen sich selbst in ihre Bilanz einstellen. Und wenn das dann transferiert wird zu einer anderen Bank, das heißt, wenn Kunde A zu Kunde B eine Überweisung tätigt, dann passiert ja erstmal nur, dass das Giralgeld übertragen wird, aber warum sollte eine Bank in die Verpflichtungen einer anderen Bank eintreten? Weil es sind ja nur Verbindlichkeiten. Das heißt, dort geht es dann darum, dass wenn die andere Bank, die Empfängerbank der sendenden Bank keinen Kredit gibt, dann muss die sendende Bank das ganz klar mit elektronischem Zentralbankgeld hinterlegen. Das passiert normal alles vollautomatisch. Da kommen dann auch verschiedene Begriffe wie das Target-System bzw. Target-2-System ins Spiel, wo nämlich genau dieses elektronische Zentralbankgeld übertragen wird. So, also das erstmal zu den Grundbegriffen. Dazu ergänzend dann die Akteure, die sozusagen auf der anderen Seite stehen, die unser Geldsystem im Griff haben oder auch weniger im Griff haben, die zumindest dazu beitragen, dass es in irgendeiner Form strukturiert wird und sich an bestimmte Vorgaben zu halten hat. Allen voran ist da natürlich der Staat. So, was hat der Staat jetzt tatsächlich erstmal mit der Geldschöpfung und dem ganzen Geldsystem überhaupt zu tun? Der Staat macht die Gesetze. Für Deutschland sind die wichtigsten Gesetze das KWDG, das Kreditwesengesetz, und das ZAG, das Zahlungs-
Zahlungsdienste Aufsichtsgesetz und eben diese Aufsichtsaufgaben fallen hauptsächlich auf die BaFin, das heißt die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen, die inzwischen auch mehr Aufgaben von der Bundesbank übernommen hat, die früher die Bankenaufsicht eigentlich stärker sozusagen unter Kontrolle hatte, beziehungsweise deren Aufgabe es stärker war, sich darum zu kümmern. Etwas Neues, was noch dazugekommen ist, sind die Vorschriften für Basel III, die in der Eigenkapitalrichtlinie in Europa unter CDR 4 Capital Requirements Directive und CRR Capital Requirements Regulation zum 01.01.2014 in Kraft getreten sind. Da geht es im Endeffekt auch um Vorschriften. Basel III ist sozusagen die Vorgabe, wie Banken, ihre Bilanz zu strukturieren haben. Eigentlich soll es um Eigenkapitalvorschriften gehen. Im Endeffekt geht es auch nur darum, wie die Bilanz strukturiert sein muss im Vergleich zur Giralgeld, was sie schöpfen und wie viel Eigenkapital zum Beispiel für welche Giralgeldform im Sinne von Kreditgeldschöpfung oder anderen Anlageformen zu hinterlegen ist. So Pi mal Daumen kann man da mal von einer Quote von 10% ausgehen. Das wird nachher noch im Beispiel dann wichtiger werden. So, also der Staat als oberste Kontrollbehörde oder oberste Konstanz, die sozusagen die Kontrollbehörden beauftragt. Das ESZB ist das europäische System der Zentralbanken, also nicht die Zentralbank selber, sondern das ist der Zusammenschluss der Europäischen Zentralbank und aller nationalen Banken oder Nationalbanken in den einzelnen teilnehmenden Euro-Staaten, die sozusagen eben als obersten Chef mit Draghi dann die Geldpolitik versuchen zu steuern oder halt irgendetwas auf diesem Geldmarkt zu bewegen. Die EZB eben als übergeordnete Instanz zur Bundesbank, das heißt, die nationalen Notenbanken sind ja nicht mehr selbstständig, können auch kein eigenes Geld soweit mehr ausgeben und müssen sich nach der EZB richten. Und die MFI, die monetären Finanzinstitute, darunter fallen hauptsächlich die Geschäftsbanken, das gibt es eine größere Bandbreite von Banken, von Universalbanken, Investmentbanken, Kreditbanken und so weiter. Hier geht es vor allen Dingen darum, also Universalbanken haben normalerweise so drei Hauptgebiete, die sie sozusagen abdecken. Das eine ist das Investmentgeschäft, das heißt Wertpapierberatung und so weiter, Finanzprodukte. Das nächste ist das Kreditgeschäft, das ist das, was uns heute am meisten interessieren wird, weil es da einfach der Zusammenhang ist zur Geldschöpfung. Und das dritte ist natürlich den Zahlungsverkehr, das heißt einfach nur die Abwicklung von Transaktionen. Der ist für uns heute erstmal relativ uninteressant, weil im Zahlungsverkehr selber jetzt keine Geldschöpfung mehr betrieben wird, sondern da werden nur die bestehenden Giralgeldguthaben untereinander abgewickelt. So, weitere wichtige Begriffe. Machen wir erstmal die Tafel leer. So, noch die spannenden Begriffe, die es inzwischen seit einigen Jahren gibt. Das erste Altfahren ist die IBAN. Ich schreibe mir das jetzt mal nicht aus, sondern das ist die International Bank Account Number. Das ist das, was sozusagen die bisherige Kombination von Kontonummer und Bankleitzahl ersetzt hat. Das heißt, in der IBAN ist da inzwischen beides drin. Das heißt, man kann sowohl das Kreditinstitut, man kann das Land identifizieren und dann auch das einzelne Konto. Das Ganze hat sehr stark mit dem Target-System zu tun. So, das letzte ist eine 2, weil es ist inzwischen nicht mehr das Target-1-System, also beziehungsweise das ursprüngliche Target-System aktiv, sondern es gibt inzwischen mit der Einführung des Euros wurde auch das Target-2-System sozusagen dort mit verwendet. Der vollständige Name ist Trans-European Automated Real-Time Cross-Settlement Express Transfer System. So, was genau heißt das jetzt? Das ist das System, wo Banken untereinander ihre Transaktionen durchführen. Das heißt Real-Time, das heißt, die Transaktionen finden umgehend statt. Ist auch wichtig, weil die Banken sich untereinander bis Ultimo, bis Tagesende jeweils die Summen ausgleichen müssen und sozusagen plus minus null aus dem System rausgehen. Das Gross heißt im Endeffekt, dass es brutto ist. Das heißt, da werden tatsächlich einfach die Transaktionen gemacht. Es wird nicht erst ein Netto gebildet, von wegen
Der eine Bank sind 10.000 Euro zugeflossen, sind 50.000 Euro Giralgeld abgeflossen. Das heißt, es werden sozusagen netto 40.000 zu transferieren. Nein, sondern es werden dann alle Transaktionen einzeln durchgeführt. So. Eine Sache, die vorübergehend relevant ist, die aber im Rahmen der IBAN bald wieder wegfällt, ist die BIC. Die BIC ist, inzwischen heißt sie Business Identifier Code, früher war sie ein Bank Identifier Code und der ist im Endeffekt übergangsweise nötig, bis alle Länder ausreichend für die IBAN kompatibel sind, weil, wie gesagt, sind ja alle Informationen in der IBAN enthalten, von wegen Ländercode, Regionalcode im Sinne der Bankleitzahl, also die Identifikation des Kreditinstituts und auch die Kontonummer, also der eigentliche Empfänger dann. So, wichtig für die weitere Analyse oder beziehungsweise erstmal informativ ist das Thema der Geldmengen. So, wir haben die klassischen Bezeichnungen sind M1 bis M3. M0 ist eine Beschreibung der Geldbasis. Dort laufen von den Begriffen, die ich vorher hatte, das Bargeld und das elektronische Zentralbankgeld. Das ist sozusagen die Geldbasis. Das bedeutet, dass sozusagen einfach der Grundstock des Geldes, auf dem dann weitere Geldschöpfung stattfinden kann. Wie gesagt, wird zwar das Bargeld von der Zentralbank hergestellt, produziert, das heißt, sie ist der Einzige, der Druckereien damit beauftragen darf, legal beauftragen darf, Geldscheine herzustellen und Münzbürger anstalten, diese schönen kleinen runden Geldstücke zu produzieren. Aber durch die Zentralbank kommt das Geld nicht in den Umlauf. Also sie stellt es den Banken zur Verfügung und die Banken geben das Ganze ja nur raus gegen Giralgeld. Das heißt, nur wer ein Guthaben auf sein Konto hat oder die Erlaubnis, sein Konto zu überziehen, kann am Geldautomaten mit irgendeiner Karte Geld abheben, um überhaupt an das Geld zu kommen. Natürlich ist schon Geld im Umlauf, das heißt, in normalen Geschäften kann man auch Bargeld beziehen, aber es kann dadurch nicht in Umlauf gesetzt werden. Keiner kann zur Zentralbank gehen und der Zentralbank sozusagen irgendeine Dienstleistung anbieten und die Zentralbank würde dann mit diesem Bargeld bezahlen. Also das macht sie im Normalfall nicht. So, die Geldmengen bauen immer so aufeinander auf, dass die jeweils folgende Geldmenge im Normalfall die darunterliegende enthält. Das heißt, M1 sind eben die Geldbasis, Bargeld plus elektronisches Zentralbankgeld und jetzt kommen die Sichteinlagen dazu. So, Sichteinlagen hatte ich vorhin nicht hingeschrieben, sondern ich habe gesagt, das Ding heißt Giralgeld. Im Endeffekt sind es nur die gleichen Begriffe für, nein, es sind unterschiedliche Begriffe für das gleiche, was bezeichnet wird. Das heißt, Sichteinlagen sind das, was ich auf dem Girokonto sehen kann. Es ist kein gesetzliches Zahlungsmittel, es ist kein Euro, es ist nur Anspruch auf gesetzliche Zahlungsmittel. Und ja, das sind soweit die Sichteinlagen. Als nächstes schreibe ich mal die anderen beiden gleich komplett auf. So, also M1 ist dann, also M2 ist dann M1 plus Termineinlagen. Das heißt, das sind im Endeffekt Gelder, die zu bestimmten Fristen oder beziehungsweise für bestimmte Fristen dann wieder zu zahlen sind. Und hier ist es wichtig, die müssen eine Laufzeit von weniger bis maximal 2 Jahren haben. Und zusätzlich kommen für die M2-Geldmenge noch alle Spareinlagen, zum Beispiel ein Sparbuch hat normalerweise eben genau diese Kündigungsfrist von 3 Monaten auf bestimmte Betragshöhen und fallen damit in die M2. Für M3 ist dann logischerweise wieder M2 dabei und dann sind hier zum Beispiel Bankschuldverschreibungen. Wahrscheinlich hat damit auch noch nie jemand großartig zu tun gehabt. Also es sind aber Papiere, wo die Banken selber so wie der Staat Staatsanleihen ausgibt, um sich zu verschulden, können auch Banken einfach Papiere ausgeben und sagen,
hier, ich habe jetzt eine Schuld bei mir, das zahle ich dann und dann zurück mit den und den Konditionen. Dann GM-Fonds, das hat nichts mit General Motors zu tun, das sind einfach Geldmarktfonds. Genauso wie auch die Geldmarktpapiere, die einfach sozusagen so eine Direktanbindung an Geld haben, dass sie hier zur Geldmenge selber mit dazugerechnet werden. Und der letzte Bestandteil für die Geldmenge M3 sind Repo-Vereinbarungen. Das ist ein bisschen komplizierter, weil da geht es darum, dass eine Bank verkauft Wertpapiere an einen Kunden, soweit so gut, aber gleichzeitig schließt sie einen Vertrag mit dem Kunden ab, dass sie garantiert diese Papiere zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückkaufen wird. Und deswegen, also das ist sozusagen ein Verkauf mit Rückkaufgeschäft, was da abgeschlossen wird in Bezug auf Wertpapiere, und deswegen ist hier sozusagen auch von Geld die Rede, dass es in die Geldmenge eingezählt wird. Soweit einfach mal als Überblick. Es geht bloß darum, mal ein bisschen zu wissen, was ist mit diesen einzelnen Geldmengen gemeint, weil nachher ist es weniger wichtig, die Geldmengen zu kennen, als in den Beispielen diese Fristigkeit. Die Fristen sind sehr interessant, weil für die Regularien, was Banken sozusagen bei der Geldschöpfung, bei der Generalgeldschöpfung beachten müssen, spielt es nämlich genau eine Rolle. Handelt es sich um Sichteinlagen, handelt es sich um Termineinlagen, handelt es sich um Spareinlagen und mit welchen Fristigkeiten sind diese versehen? So, als nächstes, bevor ich dann in die eigentlichen Beispiele komme, einfach eben das Grundwissen sicherzustellen, dass die Begrifflichkeiten klar sind, die nachher relevant werden, geht es nämlich darum, was macht die Zentralbank jetzt? Die Zentralbank reguliert ja in irgendeiner Form, wie und in welcher Form die Banken das Geld ausgeben können. Und dafür schreibe ich jetzt mal ein paar Zinssätze dazu. So, das sind jetzt die aktuellen Zinssätze, die auch im März 2015 ihre Gültigkeit haben. Also der erste Zinssatz ist der Einlagensatz. Der liegt jetzt bei minus 0,2%. Wann trifft dieser Einlagensatz zu? Also wann wird er, auf was wird er angewendet? Die Zentralbank gibt ja den Banken vor, wie viel Geld sie sozusagen bei ihr halten müssen. Das hängt mit dem Mindestreservesatz zusammen, der aktuell bei 1% liegt. Der ist von 2% auf 1% gesenkt worden im Januar 2012. Das heißt, auch diese alten Geschichten, das ist besonders wichtig bei der VWL, wenn es um Geldschöpfung geht, wird oft mit einem Multiplikator und Mindestreserve von 10% gehandelt. In der EZB war es zumindest so, dass es bei 2% lag vorher und liegt eben, wie gesagt, aktuell bei 1%. Bei anderen Zentralbanken wie England oder USA, da funktioniert der Mechanismus nochmal komplett anders in der Hinsicht, dass sie überhaupt nicht mit einem Mindestreservesatz arbeiten. Aber das ist, wie gesagt, nur am Rande. Das ist für diejenigen interessant, die sich tiefer aus der VWL damit beschäftigen wollen und das vielleicht das System einfach mal ein bisschen stärker hinterfragen, zu sagen, mit was für Beispielen Ihnen da eigentlich die Sachen erklärt werden. Weil diese suggerieren einfach, dass der Geldschöpfungsmultiplikator, den Banken haben, einfach viel, viel kleiner sei, als er in der Praxis tatsächlich möglich ist. Aber noch ein bisschen Geduld, ich werde gleich darauf eingehen, wo dieser Multiplikator dann tatsächlich liegt oder wie dieser Multiplikator-Effekt an sich funktioniert. Also der Einlagesatz, der wird eben, wie es heißt, auf die Einlagen gesetzt. Aber dabei ist zu beachten, was für Einlagen sind davon betroffen. Also auf der einen Seite stehen die Verpflichtungen für die Mindestreservehaltung der Geschäftsbanken, die halt je nachdem, wie viel Geld sie in Umlauf gebracht haben, ein Generalgeld, einen bestimmten Satz davon, eben 1% davon bei der Zentralbank halten müssen. Und auf diesen Satz bekommen sie aber nicht den Einlagensatz. Das heißt, darauf müssen sie den jetzigen Strafzins, also normalerweise war der positiv, während der letzten politischen Geldmarktaktion der Zentralbank ist ja auf einen negativen Wert gesetzt worden. Das heißt, die Banken müssen jetzt Strafe zahlen für überschüssige Liquidität.
Das ist eigentlich nur deswegen nachvollziehbar oder das wird erst dann verständlich, weil erstens die Banken gezwungen sind, eine bestimmte Einlage überhaupt bei der Zentralbank zu halten. Und der zweite Grund, warum da jetzt ein Strafsatz ist, ist, weil der Interbankenmarkt, das heißt in dem Markt, wo sich Banken selber hier über das Target-2-System bisher tagtäglich ihre Liquidität ausgeliehen haben. Deswegen musste die Zentralbank relativ wenig elektronisches Zentralbankgeld zur Verfügung stellen, weil die Banken untereinander sich dieses Geld dann vor Tagesende sozusagen wieder ausgeliehen haben. Dadurch, dass das zusammengebrochen ist, sagt die Zentralbank jetzt, okay, bei dir liegt mehr Liquidität, als du für meine Mindestreservepflicht brauchst, deswegen musst du jetzt dafür Strafe zahlen. Damit hat es mit diesem negativen Zinssatz auf sich. Dann der Hauptrefinanzierungssatz, der jetzt bei 0,05% liegt, das ist der Zinssatz, den die Banken zahlen müssen für das Geld, was sie sich bei der EZB leihen. Das kriegen die nicht umsonst, da müssen die Sicherheit hinterlegen. So grob, die Banken haben einen Freibetrag von 100.000 Euro. Das hört sich erstmal nicht viel an, aber wenn ich weiß, dass das 1% ist, das heißt, es geht nicht um 100.000 Euro, sondern es geht um 10 Millionen. Das heißt, die Banken können erstmal 10 Millionen sozusagen schöpfen, ohne dass sie überhaupt zur Mindestreservepflicht sozusagen, der Mindestreservepflicht unterfallen würden. Also, der Refinanzierungssatz ist, wie gesagt, das, was ihnen erstmal, was sie erwartet, wenn sie dort Geld leihen. Das Spannende ist jetzt aber, dieser Hauptrefinanzierungssatz ist unterm Strich nicht wirklich dann zu bezahlen, wenn das Geld nur in der Höhe dort liegt, wie es der Mindestreserve entspricht. Das heißt, mal angenommen, eine Bank hat 500.000 Euro, die sie als Mindestreserve halten muss und hat jetzt aber 600.000 Euro auf ihrem Konto. Das heißt, sie müsste theoretisch für 500.000 Euro diese 5% zahlen, also eigentlich für die 600.000, aber unterm Strich muss sie in Bezug auf diesen Einlagesatz, da hebt sich das Ganze nämlich dann auf. Das heißt, das, was sie für die Mindestreserve braucht, am besten ich lösche mal kurz die Tafel, damit ich das Beispiel ein bisschen deutlicher aufschreiben kann. So, also wie dieser Betrag bei dem für die Verdichtung noch zustande kommt, das werde ich später nochmal erklären. Jetzt zunächst erstmal angenommenes Beispiel, eine Bank müsste jetzt als Mindestreserve 600.000 Euro, also 500.000 halten und sie hat 600.000 Euro gut haben. So, das würde jetzt bedeuten, dass die Bank ja zunächst einmal von den 600.000 Euro Guthaben müsste sie den Strafzins von minus 0,2% zahlen. Das ist aber nicht der Fall, weil umgekehrt die 500.000 Euro, die sie sozusagen nachts auf ihrem Einlagekonto hat, weil, das ist auch noch kurz zu erläutern, also dieses Target-2-System besteht aus einem Doppelsystem, das heißt tagsüber ist das Ganze für diese Transfers gedacht, das heißt es funktioniert wie ein normales Girokonto beim Normalverbraucher, das heißt es geht Geld rein und geht Geld raus. Nachts ist das Konto, bekommt es einen anderen Charakter, das heißt das Geld, das Guthaben, was auf diesem Konto dann zum Tagesschluss drauf liegt, wird sozusagen als Mindestreservekonto umgeschrieben, das heißt es landet kurzzeitig auf einem anderen Konto, so wie man sozusagen bei irgendeinem Sicherheitshinterlegung das dann ablegen müsste, ist das Geld dann, gilt es als Mindestreserve. So, also 600.000 Euro Guthaben, die Bank muss 500.000 Euro als Reserve haben in diesem Monat. Das bedeutet, dass sie auf diese 500.000 Euro nicht etwa den Einlagenzinssatz bekommt, nein, diese 500.000 Euro werden dann mit dem Hauptrefinanzierungssatz vergütet. Das heißt, das, was sich die Bank für die Hauptrefinanzierung geliehen hat, bekommt sie dann auch wieder vergütet. Das heißt, das Zinsgeschäft für die Zentralbank ist da null. Das heißt, sie profitiert nicht davon, von der Mindestreservehaltung der Banken. Erst wenn die Liquidität oberhalb an der Stelle liegt Hauptrefinanzierungssatz, dann bekommt sie sozusagen diese Zinsdifferenz im Moment immer noch von
von einem Viertelprozent. Das ist das, was eigentlich immer so gehalten wurde, dass der Zinsgewinn für überschüssige Liquidität liegt bei der Zentralbank dann bei einem Viertelprozent. Aber, wie gesagt, das gilt nur, wenn die Mindestreservepflicht überschritten wird. Das heißt in dem Fall für 100.000 Euro. So, was hat es jetzt mit dem Spitzenrefinanzierungssatz auf sich? Dieser Hauptrefinanzierungssatz gilt für die wöchentlichen Tender. Das ist das Hauptmittel, womit die Zentralbank die Mindestreservegelder in Umlauf setzt. Das heißt, jede Woche müssen die Banken auf einen bestimmten Tender bieten, beziehungsweise aktuell wird ihnen die Liquidität bis zum Maximum zur Verfügung gestellt, was sie nachfragen, wird auch bedient. Aber die Zentralbank ist da überhaupt keiner Beschränkung unterworfen. Das heißt, die Zentralbank, die Entscheidung liegt allein bei ihr, wie viel Geld sie als Zentralbankgeld, als elektronisches Zentralbankgeld zur Verfügung stellt. Das heißt, dort gibt es keinerlei formale oder systematische Beschränkung. Entsprechend geht es nur darum, wie viel Geld die Zentralbank tatsächlich im Umlauf setzen lassen möchte und rechnet dann halt aus, okay, insgesamt ist so und so viel Geld im Umlauf bei den Banken. Das heißt, mit dem Multiplikator müssten etwa so und so viel Liquidität ausreichen. So, was ist jetzt im Rahmen der Finanzkrise passiert? Da ist dieser Multiplikator sozusagen zusammengebrochen, weil der, was ich schon gesagt hatte, der Interbankenmarkt ist ausgetrocknet. Das heißt, diese Bank hier hätte ja jetzt 100.000 Euro Liquidität auf ihrem Konto, wofür sie aktuell gar keine Verwendung hat. Also für die Mindestreserve braucht sie die nicht. Und mal angenommen, diese 500.000 sind für den normalen täglichen Transfer auch ausreichend von den Nettoab- und Zuflüssen, dann hätte sie eigentlich diese 100.000 einer anderen Bank zur Verfügung stellen können. Da es aber unsicher ist, ob diese Bank morgen noch existiert, haben die Banken halt angefangen, oder nicht angefangen, sondern aufgehört, genau das zu tun. Und das heißt, die Banken, die sozusagen eher defizitär waren im Sinne der Transaktionsleistung, das heißt, von denen vorübergehend oder auch längerfristig mehr Geld abgeflossen ist, als ihnen zugeflossen ist, die hatten dann die Schwierigkeit, dass sie nicht mehr ans Geld gekommen sind. Deswegen hat die Zentralbank dann plötzlich die Zentralbankmenge deutlich angehoben. Das lief dann über Spezialtender auch, die teilweise, ich glaube, bis zu 3 Jahren liefen. Der erste dürfte jetzt schon vorbei gewesen sein. Und, vielleicht noch der Begriff Tender. Also Tender, so heißen diese Geschäfte, über die die Zentralbank Geld zur Verfügung stellt. Da gibt es nochmal zig verschiedene Strukturen, wie man das machen kann. Eben entweder zinsgesteuert oder mengengesteuert, aber das ist nicht das Hauptthema dieses Videos. Und die Hauptfinanzierung, das ist der Satz, der wöchentlich zum Tragen kommt. Das heißt, jede Woche sagt die Zentralbank, okay, wie viel wollt ihr haben? So viel gebe ich euch und das kriegt ihr für 0,05%. So, und wenn jetzt aber die Bank eben aufgrund sehr starker Abflüsse, meinetwegen am Montag hat sie ihren ganzen Tenderzeug bekommen, am Mittwoch stellt sie fest, sie läuft aus. Also das Geld verschwindet von ihren Konten, es sind zu viele Leute, die gerade Geld wegüberwiesen haben, dann hat sie die Möglichkeit, mit dem Spitzenrefinanzierungssatz sofort noch Liquidität am gleichen Tag zu bekommen. Also entweder sie kriegt es von anderen Banken, wenn die anderen Banken sagen, nee, du bist mir zu unsicher oder du zahlst mir nicht genug, dann kann sie zur EZB gehen und sagen, hier, ich habe noch ein paar schöne Wertpapiere, die sind so und so viel wert. Die EZB sagt, okay, ich gebe dir mal 90% des Wertes als Sicherheit, ist okay. Also zum Beispiel beim deutschen Staatspapieren, da sind die Abschläge relativ gering. Bei griechischen Staatsanleihen würde die EZB vielleicht sagen, okay, wenn du mir die als Sicherheit gibst, dann machen wir das mal mit 30, 40, 50% Abschlag, keine Ahnung. Aber das ist dann im Endeffekt nochmal mit 0,3% zu verzinsen, also nochmal auch wieder ein Viertelprozent höher als der Hauptrefinanzierungssatz. Das sind so die Stufen. Hauptrefinanzierung 0,05, 25% minus für den Einlagensatz, 25% drauf, also 0,25, ein Viertelprozent drauf für den Spitzenrefinanzierungssatz für dringend benötigte Liquidität. So, das soweit zu den Spielen, also zu den Zinssätzen, die im EZB-System verwendet werden. So, jetzt noch ganz kurz zur Erklärung, was es jetzt mit dieser Mindestreserve auf sich hat. Weil das ist auch eine große Diskrepanz darüber, wie es normal in der Volkswirtschaftslehre, im GKW, Geldkreditwährung heißt das Fach dann normalerweise, erklärt wird. Weil dort wird immer gesagt, die Zentralbank ist derjenige, der dieses Zentralbankgeld ausgibt und dann würde der Multiplikatoreffekt zum Tragen kommen.
Das ist aber genau nicht der Fall, weil es funktioniert andersrum. Das heißt, erstmal ist die Bank, soweit sie ihre Aufsichtsrechten und so Aufsichtspflichten alle erfüllt hat, ist sozusagen als Universalbank anerkannt, darf jetzt ganz legal Kreditverträge abschließen. Dann macht die das, stellt ein paar Leuten Kredite aus, schreibt es auf dem Guthaben, auf dem Girokonten gut. Und dann muss sie diese Information an die Zentralbank melden. Das heißt, erst kommt die Geldschöpfung, dann kommt die Meldung an die Zentralbank und dann sagt die Zentralbank, okay, in dem und dem Zeitraum hast du Pflicht, so und so viel Mindestreserve zu halten. So, und dafür ist jetzt, ich habe jetzt zwar hier die Geldmengenfristen schon weggenommen, das Entscheidende ist, dass diese Reservebasis, also das ist sozusagen der 1% ist der Multiplikator, und jetzt gibt es verschiedene Formen von Geld, die mit 1% zu multiplizieren sind. Bestimmte Sachen sind aber nicht zu multiplizieren. Die werden entweder mit 0 multipliziert oder werden überhaupt nicht multipliziert. Das ist zum Beispiel, was ich vorhin hier in der Geldbasis und M1 hatte, die täglich fälligen Einlagen, darauf ist die Mindestreserve zu zahlen. Dann die M2, die Einlagen mit Laufzeiten bis zu 2 Jahren. Kleiner gleich 2 Jahre. Und dann ist schon die erste Abweichung bei der Geldmenge M2, stand vorhin, dass dort Sparbriefe oder Sparbücher sozusagen mit kleiner gleich 3 Monaten reinfallen. Für die Berechnung der Mindestreserve ist diese Frist größer. Das heißt, hier bei der Mindestreserve gelten immer die 2 Jahresfristen. Das heißt, Einlagen mit 2 Jahren, Sparbücher mit 2 Jahren und Bankschuldverschreibungen, auch aus dem dritten Block, aus dem M3, wo die Bankschuldverschreibungen relevant sind, die drei tauchen ebenfalls in der Reservebasis dann auf. So, und jetzt ist dann die Frage, wann muss das jetzt erfüllt werden? Das heißt, normalerweise beginnt eine solche Mindestreserve-Erfüllungsperiode. Und dieser beginnt am zweiten Mittwoch nach Monatsultimo und ist dann etwa bis zum zweiten Dienstag des Folgemonats. Also immer am zweiten Mittwoch beginnt sozusagen dieser Zeitraum, in dem dann die Mindestreservepflicht, die eine Bank hat, die also von der EZB ermittelt wurde anhand der Zahlen, die die Banken gemeldet haben, müssen dann im Durchschnitt gehalten werden. Das heißt, wenn diese eine Beispielbank hier jetzt gesagt, die soll eine Mindestreserve von 500.000 Euro halten. So, jetzt haben wir mal angenommen, wir haben 30 Tage. Das heißt, sie könnte jetzt hergehen und jeden Tag dafür sorgen, dass sie 500.000 Euro mindestens auf ihrem Konto hat. Sie kann jetzt aber auch hergehen und sagen, ich habe jetzt irgendwie größere Transaktionen oder irgendwelche anderen Gründe oder will das Geld verleihen oder es ist gerade so günstig am Zentralbank, also nicht Zentralbank selber, weil der Satz ist ja fix, sondern am Interbankenmarkt bietet gerade eine Bank irgendwie 2 Millionen an, über Nacht für sozusagen für lau. Und dann sagt die, ach, da nehme ich mir doch mal das Zeug mit rein und dann kann ich schon wieder ein paar Tage das sparen. Weil, wie gesagt, es muss im Durchschnitt erhalten werden. Das heißt, bei 500.000 mal 30 Tage bin ich bei 15 Millionen. Das heißt, sie muss im Endeffekt über den gesamten Zeitraum irgendwann eine Liquiditätsumsatz sozusagen von 15 Millionen erreicht haben. Sie könnte jetzt hergehen und sagen, okay, ich hole mir jetzt mal 15 Millionen für eine Nacht auf mein Konto und dann kann ich die restlichen 29 Tage machen, was ich will. Weil dann muss ich die Mindestreserve nicht mehr erfüllen. Das werden die Banken wahrscheinlich, so genau weiß ich nicht, wie die mit ihren Liquiditäten dort umgehen, machen. Aber wie gesagt, es ist ein sehr variables System. Also bloß nochmal das Beispiel, statt 500.000 30 Tage lang zu haben, könnte ich auch einen Tag oder vielmehr über eine Nacht 15 Millionen in dem Konto liegen haben, dann habe ich sozusagen den gleichen Durchschnitt erreicht. So, das mit der Versinnung habe ich also schon erklärt. Also die Zentralbank macht keine Gewinne mit der Mindestreserve, weil alles, was die Banken für die Mindestreserve leihen, wird ihnen auch mit der Mindestreserve wieder über Nacht vergütet. Nur Liquidität, die oberhalb der Mindestreserve-Erfüllungspflicht liegt, nur auf diese ist dieser Einlagenzinssatz zu zahlen. Also jetzt zu zahlen.
Das heißt, nur damit haben Sie wirklich Kosten. Und die Spitze der Finanzierung ist, wie gesagt, für kurzfristige Liquidität, die durch die wöchentlichen Tender, die wöchentliche Geschäfte der Zentralbanken mit den Geschäftsbanken nicht zum Tragen gekommen ist, beziehungsweise eben überraschend eintritt. Jetzt zu den eigentlichen Beispielen. Lange, lange Theorie, theoretische Vorbereitung. Jetzt geht's ans Eingemachte. Also als erstes kommt der klassische Fall. Das heißt, die Bank vergibt einen Kredit. Ich werde mich jetzt mal nicht auf die einzelnen Bilanzbuchungen beziehen. Das ist mir jetzt einfach zu umständlich. Sondern es geht einfach nur darum, wie läuft das ab und welche Kosten entstehen der Bank dadurch tatsächlich? Oder zumindest was für Verpflichtungen treten bei der Bank auf, die sie dann in Bezug auf so eine Kreditvergabe tatsächlich hat. Zur leichteren Erklärung verwende ich jetzt mal ohne Tausender, ohne Millionenbeträge, sondern ich gehe einfach mal auf ganz kleine Zahlen. So wie man sozusagen dann auch bei modernen Monopoly hat, wo ja die Eurobeträge sozusagen ganz, ganz klein sind. Also, der liebe Anton hat aktuell ein Guthaben von 50 Euro. So, und er möchte jetzt vom Bernd das Haus für 150 Euro kaufen. So, das heißt, ihm fehlen jetzt erstmal 100 Euro. Das heißt, Anton geht zur Bank, macht ganz klassisch bei der Bank ein Immobiliendarlehen und sagt, du, liebe Bank, ich möchte ein Haus kaufen, das ist 150.000, kostet das, ich habe nur 50.000, machst du mir eine Finanzierung für 100.000. 100.000 ist für die Bank okay, das sind 66% bis 80% lassen sich die Banken oftmals darauf ein, je nach Situation des Schuldners. Auch wieder Sache, Nebensache, aber also es ist durchaus realistisch, so eine Finanzierung zu bekommen. Vorausgesetzt, der liebe Anton ist nicht arbeitslos oder lebt in den USA. Okay, lassen wir die Sticheleien. Damit kann Anton die 150 Euro, die Bernd haben will, bezahlen. Beides Geld fließt sozusagen zur Bank von Bernd. So, aber was passiert jetzt eigentlich vorher erstmal? Also die Transaktion vollziehen wir gleich nach, aber jetzt geht es erstmal nochmal zu schauen, als Anton den Kredit bei der Bank aufgenommen hat, hat die Bank dafür irgendetwas benötigt? Zunächst einmal, nein, sie hat überhaupt nichts benötigt, außer der Banklizenz, die sie in Deutschland dann aufgrund der Regularien, aufgrund der BaFin-Überprüfung und so weiter bekommen hat. Das heißt, um diese 100 Euro zu erzeugen, die 100 Euro Giralgeld, die sie dann Bernd aufs Konto geschrieben hat, brauchte sie keine Voraussetzung weiter, außer eine Bank zu sein und die Erlaubnis, Kreditgeld zu schöpfen, also Giralgeld zu schöpfen. Das heißt, sie musste weder im Vorfeld überhaupt eine Mindestreserve bei der Zentralbank haben, sie musste keine Sicherheiten haben, sondern sie konnte diesen Betrag einfach beliebig buchen. Es hat auch nichts damit zu tun, dass die Bank vorher Einlagen braucht im Sinne von Sparen, dass irgendeiner das Geld angespart haben müsste. Genau das funktioniert nicht. Es ist sogar für Banken unmöglich, gespartes Geld zu verleihen, weil es an dieser Stelle keine Parität gibt. Immer wenn Banken Geld ausgeben, dann ist das neues Geld, entweder aufgrund von Giralgeldschöpfung oder ich komme gleich noch zum zweiten Fall, wenn wir einfach einkaufen gehen. So, also für die 100 Euro hat die Bank erstmal zur Erzeugung einfach nur einen Mitarbeiter, der das im Computer erfasst. Das Computersystem bucht das in den Bilanzen richtig auf und sagt, okay, hier hast du jetzt auf der einen Seite das Guthaben für Anton erzeugt und auf der anderen Seite die Verbindlichkeit, die Anton, also einmal die Bank hat gegenüber Anton eine Verbindlichkeit und Anton hat gegenüber der Bank eine Verbindlichkeit. Somit sind sozusagen auch beide Bilanzseiten aktiv und passiv im Rein, weil beide Seiten sind mit gleicher Höhe gebucht worden. So, jetzt habe ich gesagt, die Mindestreserve, das heißt, die Bank hat jetzt an die Zentralbank gemeldet, ich habe hier einen Kredit für 100 Euro rausgegeben, das hat sie als Sichtguthaben, als Giralgeld erzeugt, damit fällt sogar die Mindestreserve von 1%, das heißt, die Mindestreservepflicht für die Bank im darauffolgenden Monat liegt bei 1 Euro.
Wie sie jetzt an diesen Euro kommt, lassen wir erstmal außen vor. Wie gesagt, sie braucht nur einen Euro, um diesen Betrag abzudecken und sozusagen die Regulationspflicht bei der Zentralbank zu erfüllen. Und das Schöne ist ja, im Moment erfüllt die Zentralbank alle Wünsche. Das heißt, wenn die Bank X dann ein Wertpapier bei der Zentralbank hinterlegt, das meinetwegen 10 Euro wert ist, dann ist es kein Problem, dass die Bank dann sagt, du, ich brauche in der Woche, möchte ich bei dir eine Liquidität von 1 Euro Mindestreserve halten. Also in der Woche kauft sie das ein, weil die Tender eine Woche laufen, aber sie muss ja diese Mindestreserve für einen Monat erfüllen. So, dann, was ich ganz am Anfang für die Gesetzmäßigkeiten aufgeschrieben habe, da geht es darum, die Eigenkapitalvorschriften. Das sind keine zwingenden Mechanismen, das sind gesetzliche Regelungen. An Gesetze kann man sich halten oder auch nicht. Und ob sich eine Bank daran hält, ist im Zweifelsfall Aufgabe der BaFin, das zu überprüfen und nachzuschauen, ob denn tatsächlich zu bestimmten Zeiten diese Frist, diese Werte eingehalten werden. Wenn das natürlich alles nur zum Bilanzstichtag überprüft wird. Das heißt, wenn die Bank ihre Bilanz aufstellt, dann weist sie dort und dort diese Vermögenswerte aus. Und wenn es sozusagen erst dann zu dem Zeitpunkt ist, dann kann die Bank natürlich gut auch diese Fristen zwischenzeitlich unterlaufen. Da ist der Vorteil oder beziehungsweise die Kontrollen wahrscheinlich so weit, da die Bank ja ohnehin wöchentlich Meldungen machen muss an die, oder mindestens wöchentlich, wöchentlich, monatlich, die Meldung an die Zentralbank machen muss, wie viel Geld sie denn jetzt erzeugt hat, damit die Zentralbank weiß, was sie als nächstes tut. Nämlich entweder den Banken den Geldhahn zuzudrehen, indem sie hier die, ja, die Zinssätze, die ich dort stehen hatte, anpasst, weil das ist ja der Versuch zu verhindern, dass Banken überschüssige Geldmengen schaffen. Und im Moment haben wir genau das Gegenteil, das heißt, die EZB ist nicht in der Lage, den Geldhahn aufzudrehen. Das heißt, sie schafft es nicht, die Banken dazu zu bringen, genug Geld in Umlauf zu setzen, damit die EZB wiederum ihre Inflationsziele erreicht. Also, wie gesagt, erstmal kein Problem, diese Mindestreserve zu bekommen und Eigenkapitalquote. Wie gesagt, ich bin ja vorhin bei Basel III einfach mal so Pi mal Daumen. Das sind Zinssätze, die sind ein bisschen variabel. Das liegt irgendwo zwischen 8 und 12 oder 13, 14 Prozent, je nachdem, wie Banken ihre Risiken steuern, wie diese Einzelvorschriften sind. Wie gesagt, einfach so Pi mal Daumen, wenn man mit 10% rechnet, dann ist das etwa die Quote zu sagen, okay, die Bank muss in ihrer Bilanz in der Lage sein, auszuweisen, dass sie mindestens 10 Euro Eigenkapital hat. Wenn man jetzt davon ausgeht, jetzt mal wieder zu den großen Summen, dass eine Bank, glaube ich, so, damit sie Kredite vergeben kann, in Deutschland eine Kapitaldecke von 5 Millionen braucht, da sieht man schon, okay, bei 5 Millionen, das heißt, so eine Bank kann erstmal allein aufgrund der Eigenkapitalsumme locker mal 50 Millionen an Krediten raushauen. Das sind eben einfach alle riesige Multiplikatoreffekte. Was dann noch dazu kommt, wenn das Eigenkapital von 5 Millionen dann tatsächlich auch als Mindestreserve irgendwo gehalten wird, das heißt als Guthaben bei der Zentralbank, dann bin ich bei einem 5 Millionen Einlagesatz schon bei einem Wert von 500 Millionen, die ich sozusagen als Kredit ausgeben kann. Okay, also soweit zu den beiden Beträgen. Und jetzt kommt das eigentlich Spannende. Das waren jetzt die Beträge, die für die Bank anfallen, solange das Geld, was sie geschaffen hat, nur auf dem Girokonto in ihrer eigenen Bank, also auf ihren eigenen Rechnern existiert. Jetzt ist aber genau dieser Fall passiert. Anton hat das ganze Geld an Bernd überwiesen und der hat sein Konto aber jetzt bei einer anderen Bank. Und in dem Moment, wo dieser Transfer von Bank X zu Bank Y geht, ich gehe mal davon aus, dass jetzt keine Transfers in die andere Richtung gelaufen sind, dass unterm Strich tatsächlich das Guthaben oder der Anspruch von Bank Y zu Bank X einfach um 100 Euro gestiegen ist. So, wie vorhin angekündigt, wollen Banken aber nicht für Schulden von fremden Banken einstellen, weil wie gesagt, hier in der Bilanzgeschichte, damit die Bank das Geld erzeugen konnte, hat die Bank einen Anspruch gegen Anton, der der Bank immer noch 100 Euro schuldet. Und umgekehrt hat die Bank dann eine Verbindlichkeit von 100 Euro eingebucht. So, jetzt ist aber die Verbindlichkeit weiterhin bei Anton, also beziehungsweise bei der Bank gegenüber Anton. Und das ist ja nicht mittransferiert, weil der Kreditvertrag, geht ja nicht plötzlich an Bank Y über
und die hat sozusagen keine Sicherheiten für das Geld, was die Bank da erzeugt hat. Also sagt die, liebe Bank X, überweise mir bitte Zentralbankgeld. So, das heißt, in dem Moment, wo Überweisungen, Transfers von der einen Bank zur anderen gehen, laufen nicht nur diese Sichtguthaben, also das Giralgeld, womit wir als Normalbürger oder als normale Kontoinhaber zu tun haben. Das Giralgeld ist sozusagen nur eine Maske dessen, was im Hintergrund passiert, wenn tatsächlich Zentralbankgeld, elektronisches Zentralbankgeld über, schreib's hier nochmal hin, wenn über das Target-2-System die Gelder unter den Banken transferiert werden. Die Banken, weil wie gesagt, da es ein Echtzeitsystem ist, können dort auch inzwischen für jede einzelne Überweisung das gemacht werden. Das heißt, es muss nicht mehr so ein Netto gebildet werden, sondern die Transaktionen können 1:1 abgebildet werden und dann eben an die Zentralbank gehen. Das heißt, in dem Moment, wo dieser Kredit in dem Sinne ausgezahlt oder verwendet wurde, hat diese Bank jetzt ein Problem, weil es geht nicht mehr nur um die Mindestsumme von 1 Euro, sondern sie braucht jetzt 100 Euro Zentralbankgeld. Auch dafür hat sie jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, entweder hat sie den Abfluss erwartet, das heißt, sie hat sich bereits am Wochenanfang über die Hauptrefinanzierungsgeschäfte mit der EZB hat sie sich das Geld geholt. Das heißt, sie hat ihr Zentralbankkonto um 100 Euro aufgestockt. Oder die nächste Möglichkeit ist, dass sie im Tagesgeschäft, das heißt, die Banken X und Y sind so dicke Kumpel, vertrauen sich so weit, dass nachdem das Geld, wie gesagt, das ist ein Echtzeit-Transaktionssystem. Deswegen, er hat die Überweisung gemacht. Das heißt, die Bank überweist jetzt um 11 Uhr diesen Betrag zur anderen Bank und stellt jetzt fest, mir fehlt da jetzt ein bisschen Liquidität. Dann macht die, ruft der jemand bei der Bank Y an, sagt, du, wie sieht denn das aus? Die Konditionen, für welchen Zinssatz gibst du mir das Geld wieder zurück? Dann sagt, ja, kein Problem, ich gebe dir das für 0,1%, weil 0,5% ist Hauptfinanzierungssatz, das heißt, da können Sie sich sowieso holen und 0,3% ist das, was Sie zahlen müssen, wenn es jetzt, also eben, sie hat verpasst, es zu machen im öffentlichen Tender, das heißt, statt 0,5% muss sie halt jetzt ein bisschen mehr zahlen, aber das ist von der EZB sowieso für 0,3% jederzeit bekommt, soweit sie halt noch ein paar Wertpapiere hat, sagt lieber, okay, 0,1%, weil ich habe sowieso Überschussliquidität, sonst muss ich ja minus 0,2% jetzt Strafe zahlen, geht das Zeug zurück und das heißt, von der Bank geht es wieder zum Zentralbankkonto zurück und die Bank überweist wieder 100 Euro, die natürlich der liebe Anton nicht wieder auf sein Girokonto bekommt, die bekommt nur die Bank als Verbindlichkeit und so entstehen dann Kreditverträge unter den Banken. Wie gesagt, das ist das, was immer mit dem Interbankenmarkt bezeichnet wurde oder wird, der ausgetrocknet ist seit 2008, 2009 und erst langsam wieder in Gang kommt. Und ja, soweit zu dem Hauptbeispiel, wie sozusagen die klassische Kreditschöpfung funktioniert. Das heißt, eine Bank geht her, irgendjemand kommt zur Bank, der sagt, ich brauche Geld. Die Bank sagt, was hast du? Okay, Sicherheiten, irgendwas, was der Bank verwertbar erscheint oder zumindest so weit nachhaltig, dass im Zweifelsfall, wenn Anton sagt, oh, Leute, ich habe keine Kohle mehr, ich kann nicht mehr arbeiten, ich kann kein Geld mehr verdienen, vergesst das Ganze, also ich kann mein Geld nicht mehr zurückzahlen, dann kann die Bank hergehen und sagen, okay, schönes Haus hast du da, jetzt ist unser, raus hier. Damit sie im Endeffekt in ihrer Bilanz keine Schwierigkeiten bekommt. Weil warum ist dieses Ganze eigentlich, also warum ist überhaupt Eigenkapitalvorschriften notwendig für diese ganze Kreditgeldschöpfung? Was hat das damit überhaupt zu tun? Das hat eigentlich nur damit zu tun, weil die Bilanz so funktioniert, dass wenn die Bank jetzt diesen Kredit abschreiben muss, auf der einen Seite, also Aktiva auf der Seite, wo sozusagen der Kredit steht, der wird abgeschrieben, wird auf Null gesetzt, dann hat sie das Problem, dass sie auf der Gegenseite, da wo ihre Kapitalien stehen, auf der Passivseite, wo ihre Geldquellen sind, müsste sie das Ganze, das Geld ist ja schon weg, das hat ja der Bernd bekommen, muss sie im Endeffekt das von ihrem Eigenkapital abziehen. Das ist eine rein rechnerische Vorschrift, weil es passiert ja physisch zu dem Zeitpunkt nichts mehr. Das heißt, wenn das Ganze in die Bilanzen reingeschrieben wird, ist das sozusagen nur ein mathematischer Ausgleich.
Weil das Geld war in dem Moment weg, als Anton den Kredit bekommen hat. Aber das, wie gesagt, nur nebenbei, das ist, müsste man sich immer gucken, wann passiert etwas real in der Wirtschaft, physisch von den Handlungen statt und wann führen diese Dinge zu Folgen. Das heißt, wann gibt es tatsächlich die Folge zu sehen, dass ein Kredit, der von Anfang an im Endeffekt eine Luftnummer war, den sich aber keiner eingestanden hat, dann tatsächlich abgeschrieben wird und wieso hat das dann eigentlich die Folge und nicht bereits der Anfang? Also es ging darum, dass der Kredit gerade abgeschrieben wird und warum die Bank jetzt das Eigenkapital halten soll. Das heißt, in der Hoffnung, dass die Bank zumindest so viele nachhaltige Kredite hat, so viel Geld und so viel Umsatz macht, dass im Endeffekt 10% Eigenkapital ausreichen. Das heißt, dass eine Bank, mal angenommen, sie hat 10 von diesen Krediten, einen Kredit davon abschreiben könnte. Das heißt, sie müsste ja die Kredite, wenn sie insgesamt 10 mal 100 Euro, 1000 Euro ausgeliehen hat, müsste sie mindestens 100 Euro Eigenkapital haben. Das heißt, einen Totalverlust könnte sie aushalten. Das heißt, der Faktor 1 zu 10. Und deswegen so die ganze Rechnung und die ganze Hoffnung, dass das Ganze ausreicht. Mehr ist es im Endeffekt nicht. Es sind keine Sicherheiten, es sind keine Garantien, es sind vor allen Dingen Hoffnungen, die das Geld am Leben hält. Okay, das zu der Bank, für die Abschreibung. Das überhaupt zu dem ersten Beispiel. Jetzt ist aber interessant, dass die Banken nicht nur wie klassisch, zumindest wer sich schon mal mit Geldschöpfung beschäftigt hat, wird davon gehört haben, dass es eben mit den Krediten funktioniert, dass die Banken normalerweise über Kredite Geld schöpfen. Das Spannende ist jetzt, was sozusagen auch für mich erst ein relativ neuer, akzeptierter Aspekt ist, die Banken sind überhaupt nicht auf Kreditnehmer angewiesen. So, weil der andere Fall ist nämlich mindestens genauso spannend und da geht es nämlich darum, dass eine Bank, wie gesagt, einfach auch Sachwerte ankaufen kann. Das einzig Wichtige ist im Endeffekt, dass sie Dinge kauft, die bilanzierungsfähig sind. Das heißt, sowas wie Aktien, Wertpapiere und andere Anlageformen, die zulässig sind, in die Bilanz einzutragen. Weil sie braucht ja immer die Gegenposition. Das heißt, die Bank geht in dem Moment, wo sie Giralgeld erzeugt, eine Verbindlichkeit ein. Das heißt, sie geht eine Zahlungsverpflichtung gegenüber einem Kunden ein. Das ist in dem Fall die Aktiengesellschaft Rohstoffe. Die hat jetzt Aktien an die Börse gebracht, versucht, ihr Publikum zu verkaufen. So, und die Bank sagt halt, das ist ein gutes Investment, das sieht gut aus, die werden bestimmt einige Renditen abwerfen. Da kaufen wir jetzt mal einfach als institutionelle Anleger, das sind dann die Investmentbanken in der Regel. Spannend ist, wenn sie eben auch Kreditgeld schöpfen dürfen, eine Investmentbank. Dann kaufen die einfach mal 100 Stück für 100 Euro, also insgesamt also 1 Euro pro Aktie, kaufen die das Zeug ein. Und was muss die Bank dafür jetzt haben? Geld? Nein, Geld muss sie dafür nicht haben, sondern nur die Erlaubnis, Giralgeld zu schöpfen. So, das heißt, Kosten für die Erstellung für die Bank sind wieder null, weil sie schreibt erstmal der AG Rohstoffe dieses Geld gut. Und das Ideale ist natürlich noch, wenn diese AG Rohstoffe tatsächlich ein Girokonto diesmal bei der Bank Z hat. Das heißt, es bleibt ein Giralgeldguthaben. Das heißt, wir sind wieder bei der gleichen Geschichte, dass hierfür ausschließlich notwendig ist, dass die Bank ein Eigenkapital von 1% hält, also eine Mindestreserve. Weil sie ja auch hier wieder 100 Euro Sichtguthaben, Giralgeldguthaben erzeugt hat. Das heißt, in dieser Meldung nach der Periode von Mindestreservepflicht und so weiter. Das heißt, im darauffolgenden Monat muss sie dafür wieder 1 Euro Zentralbankgeld, sozusagen das ist das gleiche Spiel wie bei dem Kredit, behandhaben. Das Spannende ist jetzt, hier ist mit Basel III sind bestimmte Eigenkapitalrichtlinien verbunden für Kredite. Das Spannende ist jetzt, dass diese Eigenkapitalquoten für Wertpapiere ganz anders aussehen. Ich kann jetzt nicht im Detail sagen, was es tatsächlich bedeutet, weil es gibt dann bestimmte Quoten, die festlegen,
eine Bank muss sozusagen für die gesamte Bilanz so und so viel Eigenkapital haben, du musst für diese und jene Bestandteile so und so viel. Also es gibt da einen Haufen regularische Vorschriften, die das sagen, aber auf jeden Fall ist davon auszugehen, dass die Quote für Wertpapiere deutlich kleiner ist. Ich will jetzt nicht komplett behaupten, dass diese Quote eventuell bei 0% liegt, weil auch Wertpapiere haben ein gewisses Risiko. Und bei Wertpapieren ist aber unwahrscheinlich, dass sie komplett ausfallen. Das ist, da muss man schon ein sehr marodes Unternehmen zu einem sehr schlechten Zeitpunkt gekauft haben, dass man da einen hohen Verlust befürchten muss. Und damit sind wir wieder bei dem Punkt, das Einzige, was für die Bank jetzt wieder spannend wird, ist, wenn die AG Rohstoffe, das Geld, also wenn im Endeffekt das Geld, was die Bank erst gezahlt hat, sozusagen auf ein eigenes Konto bei der Bank Z, dann zu einer anderen Bank weitergeht, Bank X, die dann wiederum das Giralgeld sozusagen entgegennimmt und sagt, okay, wer soll jetzt also 100 Euro Giralgeld dazubekommen, dann sag mir mal bitte, wo das Zentralbankgeld dafür ist. Und dann geht das Spielchen wieder los. Das heißt, die Bank Z muss dafür sorgen, dass sie genug Zentralbankgeld, elektronisches Zentralbankgeld hinterher schicken kann, um zu sagen, ja, kein Problem, hier sind 100 Euro Zentralbankgeld, damit du ihm bitte dieses auch auf sein Konto regulär gut schreibst, damit es für ihn so aussieht, als hätte er Euros sozusagen auf dem Konto. Und ja, soweit, wie gesagt, das einfache Spiel. Das Wichtige ist eben einfach zu verstehen, dass die Banken das für jedes beliebige Produkt machen können. Das heißt, alles, was in der Bilanz einschreibbar ist, das heißt, sie können direkt Immobilien kaufen, sie können direkt Wertpapiere kaufen, sie können direkt, was letztlich noch aktivieren, zum Beispiel irgendwelche Ideen, Patente und so weiter, die lassen sich auch in der Bilanz einstellen und aktivieren mit bestimmten Summen. Was aber eben zum Beispiel nicht geht, ist, dass Gehälter eingestellt werden. Das heißt, wie schaffen es Banken jetzt tatsächlich, einen Gewinn zu bekommen, mit der sie dann, also sozusagen das Geldschöpfungsmonopol dazu führt, dass sie Gehälter zahlen können. Weil natürlich könnten sie ihren Kunden und Angestellten dieses Geld einfach überweisen, dann ist aber das Problem, dass die Bilanz nicht aufgeht. Weil sie, wenn sie jetzt Gehälter auf wenn sie ein Gehalt damit auszahlen, dann haben sie sozusagen nur eine erhöhte Verbindlichkeit, das heißt, die Bank erhöht ihre Seite auf der auf der Aktivseite, weil dort steht dann die Verbindlichkeit, die die Bank nach außen hat. Aber sie hat auf der Passivseite sozusagen keinen Gegenwert, einen Anspruch gegen jemand anders, um diesen wieder auszugleichen. Deswegen braucht die Bank dann sozusagen Überschüsse. Das heißt, sie muss in ihrer Bilanz in irgendeiner Form einen Überschuss erwirtschaften. Der eine Überschuss kann zum Beispiel daraus kommen, dass sie ja Kredite vergeben hat und für die Kredite hat sie Zinsen eingenommen und diese Zinsen wandern sozusagen in ihren eigenen Geldbeutel und erhöhen somit den Gewinn. Und das ist das Geld, über das sie dann wieder verfügen kann und das auszahlen kann. Das heißt, die Zinszahlungen gehen dann wieder zurück in den Geldkreislauf als Einkommen. Das ist eine Möglichkeit, das ist zumindest eine klassische Möglichkeit, in dem Gedanken, wie eigentlich die Zinseinnahmen, die Banken haben, auch wieder konsumiert werden, weil damit sozusagen noch nicht zu einer Akkumulation führen. Aber das ist eben nur ein Anteil. Viel spannender ist, was die Banken natürlich hier, wenn die Aktien gekauft haben und jedes Jahr die Dividenden ausgeschüttet werden, ist das natürlich auch wieder eine Quelle. Und das viel spannendere Spiel ist jetzt, wenn Banken in die Lage kommen, so viel Geld zu erzeugen, dass sie den Kurs von Aktien manipulieren können. Ob das jetzt Manipulation ist oder nicht, kann man natürlich darüber klar streiten. Ob eine Bank jetzt in der Lage ist, einen Kurs nach oben zu treiben, bloß weil sie irgendwie 10% der in Umlauf befindliche Menge mal eben da aufkaufen kann und die dann wieder am Markt abstößt oder irgendwelche Sachen hin und her macht. Wie gesagt, solange die Bank in der Lage ist, entweder das Zentralbankgeld bei Transfers aus ihrem eigenen Giralkontenbereich zu bekommen, ist es für sie kein Problem, eine beliebige Summe zu erzeugen. Noch einfacher ist es allerdings dann, wenn sie es schafft, möglichst viel von diesem erzeugten Giralgeld auf ihren eigenen Konten zu haben. Weil, wenn sie es auf ihren eigenen Konten hält, hat sie ja nur diese Mindestreservepflichten für Sichtguthaben, für Termineinlagen und so weiter. Das heißt, was sind jetzt noch mögliche Spielräume, wie die Banken dafür sorgen können, dass Geld, das sie geschöpft haben, nicht dazu führt, dass sie eine Mindestreserve halten müssen?
Wie gesagt, hatte ich ja vorhin, für die Mindestreservebasis gilt vor allem diese Frist von 2 Jahren. Diese Fristen gelten auf die abgeschlossene Laufzeit. Das heißt, wenn ich mit der Bank einen Sparbrief zum Beispiel mache, also ich mache bei denen Festgeld für 5 Jahre. So, dann ist das eine Frist von 5 Jahren und auch wenn nur noch 1 Jahr Rechtslaufzeit ist, bleibt das sozusagen als 5-Jahres-Frist erhalten. Das heißt, dieses Festgeld, was ich bei der Bank gespeichert habe und was ja auch nur ein Sichtguthaben oder im Endeffekt nur einen Anspruch dann auf Giralgeld darstellt, dass ich dann erst im späteren Verlauf überhaupt wieder in echtes Geld, in Zentralbankgeld oder Bargeld oder irgendwas umwandeln kann. Das heißt, diese Summe, die die Bank schafft, über 5 Jahre von mir fest entgegenzunehmen, bedeutet, dass sie dafür keine Mindestreserve leisten muss. Das heißt, diese ganzen Mindestreservepflichten entfallen für diese Papiere, also für solche Konstrukte. Und ich denke, da sind die Spielräume noch deutlich größer. Das heißt, alles, was irgendwelche Liquiditätsabmachungen sind, sei es Wertpapiere, Rückkaufsgeschäfte, die in M3, diese Repro-Geschäfte, wenn die zum Beispiel sagen, die Bank kauft das Zeug erst in 3 Jahren zurück, dann fällt das auch nicht in die Mindestreservepflicht von 1%. Weil das sind dann alles Geschäfte, die außen vor bleiben. Das heißt, damit hat die Bank durchaus noch größere Möglichkeiten, Geldmengen zu erzeugen und gleichzeitig wieder Liquidität zu absorbieren. Und dabei spielt es für die Bank selber keine Rolle, ob das Geld, was sie in diese Festanlagen bekommt, ihr eigenes Giralgeld ist oder fremdes Giralgeld. Weil, wie gesagt, vorhin erklärt, wenn Giralgeld von Bank A zu Bank B übertragen wird, ist im Hintergrund immer Zentralbankgeld unterwegs. Das heißt, die Bank kann sich damit mit notwendigem Zentralbankgeld eindecken, was sie aber aktuell in der Entwicklung überhaupt nicht mehr wollen, weil vorher war es ganz praktisch für Banken mit den Tagesgeldkonten zum Beispiel, einfach Liquidität anzusammeln, weil sie dann weniger Kosten bei der Mindestreserve haben. Weil im Regelfall, die Mindestreserve liegt zwar jetzt bei 0,05%, der Einlagenzinssatz, der Hauptrefinanzierungssatz liegt bei 0,05%. Im Regelfall war es aber so, dass das Tagesgeldkonto einen niedrigeren Zinssatz aufwies als das, was die Bank sozusagen dort bekommt. Das heißt, sie machen dort einen Zinsgewinn. Das heißt, dass sie dort noch Vorteile gehabt haben. Deswegen ist ja auch so die große Erwartung, wann geben im großen Umfang Banken diese Mindestreservepflichten an ihre Kunden weiter. Aufgrund, um ganz kurz da auszuholen, wird auch ersichtlich, warum Banken eigentlich nur bei sehr großen Summen, also die ersten Banken wie die Skatbank, die angefangen hat, einen Passus in ihre Verträge aufzunehmen, dass ab so und so viel Millionen sie im Endeffekt diesen negativen Zins weitergibt. So, was hat das damit zu tun? Ganz einfach, weil diese Mengen an Liquidität, mal angenommen, eine Bank bekommt eine Überweisung von 5 Millionen, dann kommen ja 5 Millionen Zentralbankgeld mit. Sie braucht aber nur Bruchteile davon, um ihren Mindestreservesatz, also um ihre Mindestreservepflicht zu erfüllen. Das heißt, sie braucht ja auch bei 5 Millionen gerade mal wieder 50.000, die sozusagen als Mindestreserve in dem Moment, wo es bei ihr ankommt, auch wieder als Sichtguthaben sozusagen gutgeschrieben wird erstmal, braucht sie ja nur noch 50.000 davon Zentralbankgeld. Das heißt, mit den 4.950.000 hat sie ein Problem, weil darauf muss sie ja, wie ich vorhin kurz erläutert habe, den Einlagenzinssatz, den Strafzinssatz von minus 0,2% zahlen. Das heißt, um das zu umgehen, versuchen Banken eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel Liquidität zu halten, weil sie umgekehrt nicht das Vertrauen hat, dass sie diese Liquidität im Markt abgibt. Das heißt, sie stellt diese Liquidität auch nicht der Bank zur Verfügung, wo die 5 Millionen hergekommen sind, sondern sie muss irgendwie anders damit handhaben. Und das Spannende noch für diejenigen, die sich tiefer mit den Tendergeschäften bei der EZB beschäftigen wollen, weil was ich nicht verstanden habe, warum ist es für Banken sinnvoll, Liquidität an die Zentralbank zurückzugeben? Das macht im Endeffekt erst Sinn durch diesen negativen Einlagensatz, weil dort ist nämlich der Punkt, das heißt, die Zentralbank stellt sozusagen einen offenen Tender hin, der aber nicht Geld zur Verfügung stellt, sondern der sagt, okay, du kannst mir dieses Zentralbankgeld sozusagen zurückgeben. Das heißt, du kannst Liquidität aus dem Markt abgeben. Und das macht dann im Endeffekt genau an der Stelle Sinn, wo diese 5 Millionen als Einlage angekommen sind und die Bank dann 4.950.000 gibt die dann in diesen Tender zurück, sagt, hier Zentralbank, mit der Liquidität kann ich nichts anfangen,
Ich bin auch nicht bereit, diese Liquidität auf dem Markt wegzugeben. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich diese Liquidität nicht brauche, weil das ist jetzt bei mir in einem Monat Festgeld drin. Das heißt, vor einem Monat wird das Zeug nicht abgeholt. Das heißt, ich kann sicher sein, dass das Geld da bleibt. Und das sind sozusagen dann die Dinge, die erst dann logisch werden, wenn man dieses gesamte System anschaut und guckt, welche Vorteile hat es denn, dass eine Bank tatsächlich Liquidität an die Zentralbank zurückgibt durch solche Tender. Weil zuerst hatte ich mir auch überlegt, ob die Zentralbank die Banken zwingt, sozusagen diese Liquiditätstender zu erfüllen. Nein, das ist nicht der Fall. Es gibt ein starkes Eigeninteresse, diesen negativen Einlagensatz der Banken zu umgehen. Noch ganz kurz, nochmal zusammenfassend, warum ist es so wichtig für eine Bank groß zu sein und möglichst viele Kunden zu haben? Das heißt, warum ist es spannend für eine deutsche Bank, sozusagen möglichst viele Menschen gleichzeitig mit den Girokonten zu umfassen? Ich nehme an, vielen ist es schon klar geworden, aber es geht genau darum, dass die selbst geschaffene Liquidität, das heißt das Giralgeld, was die Deutsche Bank durch Kreditverträge, durch Ankauf von Wertpapieren, durch Ankauf von Immobilien selber in ihre Bilanz aufnimmt, dass sie das nur mit Giralgeld bezahlen muss und nicht mit Zentralbankgeld abdecken muss. Das heißt, sie hat eigentlich gar keine Kosten, um diese Dinge zu erwerben, um einfach diese Sachen darzustellen. Und daher ist es einfach wichtig, möglichst viele Kunden zu haben. Das heißt, je größer eine Bank, desto mehr ist im Verhältnis zur Gesamtgeldmenge, die aktuell existiert, ist ihre Möglichkeit, eben Geld zu erzeugen und damit direkt an Vermögenswerten zu partizipieren, die sie ohne Kosten aufkaufen kann. Weil das ist auch eine Systematik, so wie es andere sozusagen aktuell inzwischen überlegen, wie man dieses System besser beschreibt oder besser versteht. Das heißt, alle Banken, wenn ohne Absprache, das heißt, sie müssen sich nicht irgendwo zusammensetzen, einen geschlossenen Rat bilden, sondern wenn Banken einfach eine bestimmte Geldmenge in Umlauf setzen, dann ist es wahrscheinlich, dass bestimmte, je kleiner die Bank, desto eher ist, dass das Geld von dieser Bank abfließt, zu anderen Girokonten übertragen wird, weil diese Leute das Geld halt ganz normal ausgeben. Also das heißt, eine kleine Bank kann nur wenig Geld umsetzen, weil sie muss halt schauen, dass ihre also die Transfers über die Zentralbank, dass da immer wieder Deckung herrscht. Das heißt, bei einer großen Bank bleibt das logischerweise, mal angenommen, die Deutsche Bank hat irgendwie 30% Abdeckung innerhalb Deutschland, innerhalb der Konten oder sowas. Das ist jetzt bloß mal eine grobe Zahl, die hat mit Sicherheit nichts mit den realen Zahlen zu tun. Das heißt aber, das ist die Chance, dass von 10 Überweisungen, 3 Überweisungen nur innerhalb sozusagen der eigenen Konten stattfinden. Und für diese 3 Überweisungen muss diese Bank dann schon mal keinerlei Transferkosten einrechnen. Aber wie gesagt, das nur mal als grober Rahmen, wie die Geldschöpfung funktioniert, was während der Geldschöpfung passiert, wie die Abläufe sind. Das Ganze ist auch für mich ein Work in Progress. Das ist mein aktueller Stand zum jetzigen Zeitpunkt. Wie gesagt, ich habe vorhin angeschrieben, die Zinssätze waren von März 2015. Das Video ist jetzt von März 2015. Und wenn ich neue Erkenntnisse bekommen sollte, wenn sozusagen noch ganz neue Mechanismen in diesem Geldsystem auftauchen, die auch bisher für mich nicht ersichtlich waren, werde ich das natürlich gerne ergänzen. Aber soweit für euch, auch für Sie, der aktuelle Stand, was meine Gedanken, meine Überlegungen, mein Wissen zu diesem ganzen Geldsystem sind. Und viel Spaß bei den weiteren Videos. Im nächsten Video, wie gesagt, da gehe ich noch viel stärker darauf ein, was hat dieses ganze Geldsystem jetzt eigentlich für Schwierigkeiten? Was hat es zu bedeuten? Was bewirkt diese Kreditvergabe? Was hat sie mit Geldschöpfung zu tun? Was sind die Ziele der Zentralbank? Und im dritten Teil, dem letzten Teil dazu, werde ich dann speziell auf das eingehen, was ich ja persönlich vorhabe, und zwar ein anderes Geldsystem, ein neues Geldsystem unter dem Namen Credere, daher auch der Name für diesen Kanal. Und da geht es dann darum, wie soll dieses andere Geld funktionieren, warum ist es wichtig, ein anderes Geld zu haben. Und nun wünsche ich viel Spaß mit dem nächsten Video oder auf bald. Bis dann. Tschüss.